Ja, herzlich willkommen. Glauben, Sehen und Verstehen, da steckt alles drin, worum es heute Abend auch geht. Also Kunst gewissermaßen als Resonanzraum für eine neue Reflexionsstufe, für eine Diskussion über Glauben und über Identität. Unsere Gesellschaft ändert sich, sie wird bunter, differenzierter und diverser. Wie können auch unsere Kulturinstitutionen Orte werden für alle? Wie können Museen mit ihren Kunstschätzen zu einem Ort des Diskurses werden? Wie kommt man über Kunst auch ins Gespräch, über Identität, über Glauben, über Gemeinsamkeiten? Wie kann ein Bild und wie können Ausstellungen zu Katalysatoren von Integration vielleicht sogar werden? So ein Wanderer über dem Nebelmeer, das ist ja mehr als so ein Kapitel im Bildungskanon, das man abheftet, einsortiert und dann abruft als Wissen. Das löst ja auch was aus, so ein Bild. Unterschiedliche Dinge, je nach meinem Hintergrund und meiner Sozialisation. Und das kann dann auch neu identitätsstiftend und gemeinschaftsbildend sein. Das ist ja die Idee hinter den Projekten auch, wenn ich es richtig verstanden habe, die wir heute besprechen. An unterschiedlichen Orten wurden schon Erfahrungen gesammelt. Und ein Leuchtturm sind die interreligiösen Gespräche über Kunst hier in Hamburg an der Kunsthalle. Und die Leuchtturmwärterin ist Marion Koch. War jemand schon bei Ihnen, von Ihnen bei den interreligiösen Gesprächen? Mal Hand hoch. Ja, also das ist bekannt hier. Frau Koch, seit fast 9 Jahren sprechen Menschen unterschiedlichen Glaubens über Kunst. Und Sie holen dann so 2 Bilder aus der Sammlung. Und dann? Und dann? Also es sind zum Teil tatsächlich die Werke, die den Anstoß geben für einen interreligiösen Dialog, weil sie ein bestimmtes Thema darstellen, meinetwegen die Frage oder die Gottesdarstellung. Das war vielleicht oder ist das Naheliegendste, glaube ich, auch in einem Museum wie der Hamburger Kunsthalle, die eben eine reiche Sammlung von Kunstwerken das Ihrige nennt, die Ihrige nennt, die im Auftrag der Kirche entstanden sind oder einen kirchlichen Kontext haben. Und zu diesem Werk, zu diesem Ausgangswerk, was vielleicht im mittelalterlichen Kontext ist, suchen wir ein zweites Werk aus. Wir, das sind Referierende oder Mitglieder verschiedener Religionsgemeinschaften, die ich anspreche. Es ist inzwischen ein sehr großes Netzwerk entstanden über die verschiedenen Religionsgemeinschaften in Hamburg, über die muslimische, die evangelisch-katholische, die jüdischen, verschiedenen jüdischen Glaubensgemeinschaften und Ausrichtungen. Und 3 der Vertreterinnen von 3 verschiedenen Religionsgemeinschaften treffen sich dann im Museum zur Vorbereitung. Meistens suchen wir zusammen ein zweites Werk aus, was zu dem zu besprechenden Thema passt. Das ist oft ein ganz anderes, als ich am Anfang dachte, dass es vielleicht sein könnte. Und dann findet diese Veranstaltung am Abend statt, immer donnerstags abends. Dort ist bis 21 Uhr geöffnet. Und die Referierenden blicken aus ihrer Sicht auf das Werk. Es geht nicht um kunsthistorisches Wissen, das ist genau nicht der Punkt, sondern es geht darum, aus Sicht zum Beispiel der jüdischen Tradition und dann der auch persönlichen jüdischen Tradition des Referenten oder der Referentin, die da ist, ein bestimmtes Werk anzuschauen. Sagen Sie mal konkret, nennen Sie mal so 2 Bilder und was da passiert an so einem Abend? Na, den Caspar David Friedrich haben Sie ja gerade genannt. Ja, genau. Ja. Und der wurde, glaube ich, kombiniert mit Meister Bertram, war das, glaube ich. Richtig, so da genau. Ging es um Gottesvorstellung und das Spannende an der Sammlung der Kunsthalle ist eben, dass sie bis zur zeitgenössischen Kunst reicht und wir bemühen uns immer, ein Werk dazu zu nehmen, was erstmal nicht explizit im christlichen Kontext entstanden zu sein scheint. Friedrich, mach das jetzt mal von hinten auf die Rolle. Friedrich war ein sogenannter Pantheist, der fand, dass, oder sieht man in seinen Werken auch, dass für ihn es durchaus das Transzendente, also etwas Göttliches oder über uns hinausweisendes gibt, aber es ist eben keine Gottesdarstellung, wie sie im Mittelalter in der christlichen Kunst war. Und bei diesem Werk mit Caspar David Friedrich haben alle 3 Referenten, das war in der Situation Judentum, Christentum, Islam, haben alle 3 festgestellt, es gibt in ihrer Religion für die Propheten eine Erscheinung oder eine besondere Situation auf einem Berg. Mhm. Ich glaube, das kennen fast alle Religionen. Also dieses Motiv, der Mensch auf dem Berg und dort geschieht etwas, das ist etwas, was alle 3 verbunden haben. In der Mystik, in der islamischen Mystik, sagte der Referent, steht der Berg für das Herz.
Und er empfand dies nochmal ganz besonders interessant, was dort mit dem Menschen, den wir nur von hinten sehen, in der Situation auf dem Berg gerade passieren mag. Er blickt wohin, was wir nicht sehen können, und in ihm geht etwas vor, was möglicherweise auch in uns Betrachter vorgeht. In dem Betrachter der islamischen Tradition auf jeden Fall. Und diese verschiedenen Blicke, die eben aus Positionen der Religionsvertreterinnen in dem Fall zusammenkommen, die öffnen eigentlich einen Fächer der vielfältigen Betrachtungsweise. Und das Spannende ist, dass sich alle immer wieder auf das Werk beziehen können und jeder, jede in diesem Werk Anknüpfungspunkte findet für die eigene Tradition. Sei es auch, dass zum Beispiel bei der Gottesdarstellung der muslimische und jüdische Referent gesagt hat, tut mir leid, also mit Gottesdarstellung kann ich nichts anfangen, das ist für mich fremd. Und dann geht es genau darum, warum denn? Warum ist die Darstellung Gottes in Form eines Mannes mit Rauschebart ein Problem? Ehrlich gesagt, nur für den christlichen Referenten war es ein Problem oder ist es ein Problem? Und damit ist man in einer ungemein spannenden Diskussion, lernt viel über die Religion, über Glaubenstraditionen kennen, aber auch die Personen, die dort anwesend sind. Es ist ja eine ganz erfolgreiche Reihe. Man hätte da ja auch das einmal versuchen können, aber Sie machen es ja immer weiter und deklinieren sozusagen verschiedene Themen durch. Wie stark ist denn auch nicht nur bei den Referenten, sondern auch bei den Besucherinnen und Besuchern der Aha-Effekt, der das ja trägt? Das muss ja, ja, der Kern sein. Ich spreche tatsächlich mit den Besucherinnen, also die sind mit einbezogen, sie können Fragen stellen. Wenn es 30, 40 Besucherinnen sind, dann geht das noch ganz gut. Es war beim Thema Seele und Jenseitsvorstellungen waren mal 140 da. Oh. Da geht das natürlich nicht mehr, dass man die Personen wirklich mit einbeziehen kann. Aber die Tatsache, dass so viele kommen und dass ein Teil der Interessenten wiederkommen, weil sie sagen, ich entdecke in dieser Veranstaltungsreihe eine neue Möglichkeit für mich, über Religion was zu erfahren, auch über vielleicht die christliche Tradition, der sie angehören, von der sie aber auch nicht viel wissen. Und das spricht schon sehr für die Reihe. Und es ist tatsächlich so, dass es ein anderes Publikum ist als bei den sonstigen Veranstaltungen und dass auch immer wieder neue Leute kommen. Dass allerdings auch das Netzwerk dafür ganz wichtig ist. Dass man sich Wer da genau kommt, Sie haben auch Bilder mitgebracht, darüber sprechen wir gleich noch. Ja. Herr Singdong, als Kurator im Museum für islamische Kunst in Berlin, Sie machen da ein besonderes Projekt, Tamam, das heißt? Ja. Tamam ist in dem Fall sowohl ein Akronym, also steht für Ta'awun Bainal Mathaf Wal Masjid, das arabisch ist und bedeutet Kooperation zwischen dem Museum und der Moschee. Tamam ist aber auch ein arabisches Wort, das ins Türkische Eingang gefunden hat und so viel bedeutet wie einverstanden, also es ist eine zustimmende Formulierung, die wir deshalb natürlich absichtlich gewählt haben, weil wir in dem Projekt gerne einfach ein positives Gegenbild auch mal formulieren wollten zu Darstellungen von Muslimen, Musliminnen, dem Islam, in Anführungszeichen, wie es so in der Berichterstattung, in der Öffentlichkeit auch oft vorherrscht. Also wir wollten da bewusst positiv rangehen. Tamam? Ja, es ist eine, Sie suchen Muslime auf in Berlin. Sie gehen zu Musliminnen und Muslimen in Berlin, zu den Gemeinden und haben was in der Hand? Jein. Genau, zu Beginn des Projektes haben wir als Museum tatsächlich einige Gemeinden, Verbände und sonstige Organisationen, die sich selbst muslimisch definieren, aufgesucht und sie gebeten, im Projekt mitzumachen. Da hatten wir nichts in der Hand, außer sozusagen das Angebot, mit uns gemeinsam auf Augenhöhe Unterrichtsmaterialien zu entwickeln. Das ist das, was wir über 3,5 Jahre getan haben. Unsere Absicht dahinter war, den Unterricht für kulturelle Bildung in Moscheegemeinden zu stärken. Also man muss vielleicht da sozusagen auch noch mal kurz den Hintergrund erklären. Moscheegemeinden in Deutschland sind oftmals, also gibt es große Unterschiede, aber viele organisieren sich sehr selbstständig und haben sehr wenige Mittel. Das heißt, sie sind auf Ehrenamtliche, auf die Tätigkeit von Ehrenamtlichen angewiesen und haben alle Hände voll zu tun, sozusagen ein religiöses Basisangebot überhaupt erstmal aufrechtzuerhalten oder zu bereitzustellen für ihre Gemeinde. Kultur und Kunst sind da sozusagen nicht ganz oben auf der Agenda, aber
Ausgehend von der Sammlung des Museums für islamische Kunst haben wir eben auch diesen verbindenden Gedanken, der jetzt schon angesprochen wurde, versucht stark zu machen. Einfach weil die Objekte, die dort im Pergamonmuseum auf der Museumsinsel zu sehen sind, oftmals Zeugen sind für einen interkulturellen Austausch, für Begegnung, für gegenseitige geistige Befruchtung, die es seit Jahrhunderten gibt zwischen den islamisch geprägten Ländern und dem übrigen Europa. Und das ist manchmal gar nicht so präsent, wie lange diese Kontakte eigentlich schon bestehen, wie stark wir auch heute in unserem modernen Leben davon profitieren, von den Grundlagen, von der Grundlagenforschung jetzt im Bereich der Wissenschaft beispielsweise, was sozusagen an Astronomie, Mathematik dort entstanden ist. Aber auch in vielen anderen Bereichen, in der Medizin, im Handel, in der Fertigung von Kunstgegenständen, eben Techniken, Kulturtechniken, all diese Dinge sind hin und her gewandert, vom Fernen Osten tatsächlich China, Indien, über die islamisch geprägten Länder bis hin nach Westeuropa. Dann sind Sie zu den Gemeinden hingegangen und sagen, wir haben hier so viel Material, so viele Möglichkeiten, wir wollen euch helfen, das für euch zu erschließen auch, ja? Ja. Und mit einem Material, da gab es Workshops. Wie funktionierte das? Das funktionierte insofern erstmal, dass also die Rückmeldung sehr, sehr positiv war. Ja? Mhm. Also wir wussten ja auch nicht genau, wie die Reaktion sein würde. Aber annähernd alle Gemeinden haben gesagt, das finden wir ein gutes Angebot. Wenn bisher staatliche Stellen auf uns zugekommen sind, dann war es meistens das Innenministerium oder nachgeordnete Behörden. Da ging es dann um Sicherheitsfragen, um Prävention, um Radikalisierung etc. Und das wurde, glaube ich, erst mal ganz gut aufgenommen, dass es hier um ein ganz anderes Thema ging und nicht dieser Generalverdacht überhaupt erst mal im Raum stand. Genau, und dann haben wir eigentlich praktisch bei Null angefangen. Wir haben versprochen, dass es ein partizipatives Projekt sein würde, bei dem wir alles, soweit es geht, alles gemeinsam entwickeln. Das heißt, die Inhalte werden gemeinsam festgelegt, die Objekte, zu denen gearbeitet wird, werden gemeinsam ausgesucht, die Fragestellungen, um die es gehen soll, die werden gemeinsam bestimmt. Und am Schluss wird auch das Layout, also das ganze Erscheinungsbild des Unterrichtsmaterials zusammen erstellt. Ja, wenn man jetzt sozusagen selbstkritisch ist, muss man sagen, wir hatten natürlich ein Konzept und Fördermittel beantragt. Ja, also es geht immer noch besser mit der Partizipation. Man kann noch früher einsetzen und auch Konzepte zusammenschreiben natürlich. Aber es ist für uns ein Lernprozess und wir versuchen diesen Partizipationsgrad immer weiter zu steigern. Ja. Und der erste Teil, der erste Abschnitt dieses Projekts ist jetzt schon erfolgreich beendet. Ganz genau. Also wir haben jetzt über 3 Jahre hinweg einmal im Quartal einen Workshop gemacht, einen ganztägigen. Mhm. Da sind dann also aus den 12, 15 Gemeinden und Verbänden, die sich beteiligt haben, jeweils eine Person auch über 3 Jahre kontinuierlich zu uns gekommen. Und wir haben dann innerhalb von Workshops eben, eruiert, was sind die Fragen, mit denen eure Zielgruppe zu euch kommt in die Gemeinden? Ja, was sind die Dinge, die Jugendliche, junge Erwachsene eigentlich so umtreiben? Was sind Anknüpfungspunkte an Sammlungsobjekte? Wo kann man da vielleicht eine Verbindung herstellen? Und wie kann man das dann ansprechend auch aufbereiten? Und was sind die pädagogischen Methoden, die dahinter stecken? Soll es jetzt eine angeleitete Gruppendiskussion werden? Soll es ein Stadtspaziergang werden? Soll es eine Fotorallye werden? Also wir haben da versucht, so ein ganz breites Spektrum aufzumachen an Themen. Und können Sie ein Thema mal als Beispiel nennen? Ja, gerne. Also wir haben verschiedene methodische Blöcke. Das eine ist sozusagen dieser Vielfaltsbegriff zum Beispiel. Da geht es auch viel darum, dass ja die islamisch geprägten Länder auch sehr heterogen sind, also ethnisch, sprachlich, kulturell, religiös, auch nicht als sozusagen so ein Block wahrgenommen werden können. Da haben wir zum Beispiel 2 Gebetsnischen in der Sammlung. Ja, die eine stammt aus dem sunnitischen, die andere aus dem schiitischen Kontext. Da haben wir dann anhand dieser Gebetsnischen aufgezeigt, dass obwohl sie verschiedenen Konfessionen innerhalb des Islams zugeordnet werden können, sie doch bestimmte Grundelemente gemeinsam haben, dass sie eben diese Nischenform haben, dass bestimmte Koransuren auf allen oder auf den allermeisten Nischen auftauchen. Also dieses Verbindende in der Vielfalt haben wir da dann rausgestellt. Gibt es schon erste Rückmeldungen mit diesem Material? Ja, wir haben interessanterweise auch von
Schulen die Rückmeldung bekommen, dass sie das Material gerne einsetzen würden, wo wir immer gesagt haben, wir haben das ja für und mit Moscheegemeinden entwickelt und unser Fokus ist, das jetzt erstmal in die Gemeinden zu bringen. Das gestaltet sich tatsächlich ein etwas schwierig, insofern als dass ja, die Organisationsstruktur von muslimischen Verbänden, Vereinen und Gemeinden sehr unterschiedlich ist und wie ich ja gesagt habe, Kunst und Kultur vielleicht nicht ganz oben auf der Agenda ist. Das heißt, wir werden jetzt eine Projektphase 2 anschließen und in der uns nicht mehr eben um Materialentwicklung, um Inhaltsentwicklung kümmern, sondern darum, die Dinge auch, die Materialien auch wirklich unter die Leute zu bringen, auch Schulungen durchzuführen, dass wir Multiplikatoren haben, die schon mal so ein bisschen Kenntnis des Materials haben, dass diese dann mitnehmen in die Gemeinde und dann, das ist sozusagen die Idealvorstellung, die hinter dem Projektgedanken steckt, dort einen regelmäßigen Unterricht zu Kunst und Kultur islamisch geprägter Länder mit den Objekten des Museums anbieten. Minhad Karimi, 1979 in Afghanistan geboren, seit 25 Jahren in Deutschland und jetzt Professor. Das alleine schon, was eine Karriere, so, was für eine Vita. Wie haben Sie das bei sich erlebt? Hatten Sie auch so eine Marion Koch oder so einen Roman Singendonck? Was war so Ihr, ja, jemand, der Sie angetippt, aufgeweckt hat? Gab es da so ein Erweckungserlebnis? Also es gab wirklich 2 Erweckungserlebnisse. Gleich zwei. Und zwar, wir kamen als Flüchtlinge aus Afghanistan Anfang der 90er Jahre nach Deutschland und sind in Darmstadt in einem Containerdorf untergebracht. Wirklich Containerdorf. Und nach 3 Wochen, das war kurz vor Weihnachten 1993, kam ein Künstler zu einem Flüchtlingsheim und hat mit dem Heimleiter gesprochen, dass er gerne einige Kinder aus diesem Flüchtlingsheim mitnehmen würde und mit ihnen einen Tag lang malen möchte. Ah. Und er würde alles bereitstellen. Und ich gehörte zu diesen glücklichen, glorreichen 7 Kinder, glaube ich, die eingeladen wurden. Und Sie müssen sich vorstellen, dieser triste Alltag vom Flüchtlingsheim, ghettoisiert, mit Wache, einfach ein Tag, der nie vergeht und sich nicht von dem gestrigen unterscheidet. Eine Flucht, die 2 Jahre lang hinter mir war, mit 13, 14 Jahren kamen wir nach Deutschland. Das war unglaublich bewegend, mal rauszukommen, in so einem Volkswagen dann zu seinem Atelier geführt zu werden und dort lauter Farben, bunte Farben. Und wir durften auf Leinwänden uns selbst porträtieren. Das ist ein unglaubliches Gefühl, unglaublich schön, mit den Farben reichlich arbeiten zu können und einfach weg von all dem, was sonst mein Alltag bestimmt hat. Sorge, Deutsch erlernen, Integration, was ist Deutschland, werden wir anerkannt, alles sind Themen, die Kinder genauso betreffen. Aber in diesem Augenblick, in der sozusagen Kunst uns eingeholt hat, war so etwas Paradiesisches, etwas, wo einfach ein Ausdruck der Ewigkeit. Und das kann ich nicht vergessen, vor allem, weil die Presse davon Wind bekommen hat. Und danach gab es Berichterstattung in allen überregionalen Zeitungen, sodass ich dann nach 3 Wochen Deutschland schon in der FAZ stand. In der FAZ. Und wir haben... Mir gefiel das und da blieb ich auch. Wir haben das Bild, Sie haben das Bild mitgebracht. Ja. Können wir das mal sehen? Ja. Das ist es. Ja. Oh. Ein früher Karimi. Genau. Und ein einziger Karimi. Ja, Sotheby's ist schon interessiert. Und dann hatten Sie noch ein zweites Erweckungserlebnis. Das ist ja sozusagen selbst auch tätig zu werden. Hatten Sie auch so eine Berührung mit Kunst, mit einem ja. Künstler? Mhm. Ja, in der Tat. Also während der Schulzeit, dann später auf dem Gymnasium, hatten wir Kunstunterricht in der 12. Klasse. Einmal nicht in der Schule, sondern im Museum. Es war ein Landesmuseum, Hessisches Landesmuseum in Darmstadt. Und dann war ich, glaube ich, zum ersten Mal wirklich in einem Museum. Und wir durften uns irgendein Bild aussuchen und das abmalen, zeichnen, was immer wir machen dürfen. Und ich stand vor einem Bild. Ich weiß nicht mal genau von wem, aber ich glaube, es könnte es irgendwie Iphigenie von Feuerbach gewesen sein. Ich stand davor. Und als mein Kunstlehrer das irgendwie bemerkt hat, irgendwie, der malt nicht, der tut nichts, der ist einfach nur gefangen in diesem Bild. Der ließ mich einfach. Und danach sagte er so, gefällt dir das Bild oder was siehst du, was ich nicht sehe? Und ich konnte kaum sozusagen in Worte fassen, was da eigentlich geschah. Aber es gab etwas, was größer war als dieser Augenblick. Mhm. Und den wollte ich nicht aus den Augen lassen. Ja.
Und das ist etwas, was sozusagen meine Liebe auch, das kann man glaube ich schon so im Nachhinein sagen, auch in gewisser Weise manifestiert hat. So etwas wie die Sprache der Kunst, wovon Sie beide, glaube ich, sprechen, scheint ja etwas zu sein, was entgegen der anderen Sprachen nicht immer den kürzesten Weg sucht, um etwas zu erreichen. Gerade sozusagen eine Botschaft, die darin ist, ist dann ästhetisch, wenn sie in die Länge gezogen ist und in diese Länge ziehen. Man kann auch einer Frau, die man liebt, sagen, ich liebe dich. Unglaublich langweiliger Satz. Oder man kann ein Gedicht schreiben. Also, wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt? Effizienz ist kein Kriterium bei Kunst. Ja, genau. Und wenn man gerade als Rilke, und dann Sie merken, da geschieht etwas. Und diese in die Länge ziehen, also umständlich machen. Ja, ja. Da war nicht so etwas wie, du bist in Deutschland, jetzt musst du die Sprache lernen und dich integrieren. Dann sei dankbar, dass du in diesem Land bist. Sondern man hat mir einfach ein Bild gezeigt. Und ich wusste, okay, die deutsche Sprache ist nicht das, was ich am besten kann, aber es gibt eine andere Sprache, die ich aus meiner eigenen Kindheit, aus meinem Leben in Kabul, umgeben von Bergen, von meiner koranischen rezitativen Erziehung, wo es wirklich um die Schönheit der Klänge geht, geprägt bin. Und etwas in mir selber entdecke, was ich dachte, das hätte ich verloren auf der Flucht. Und das ist etwas ganz Bewegendes. Frau Koch, kennen Sie solche Momente vom Susi? Sie sind jeden Tag in der Kunsthalle, auch in Ihrem Programm, dass Leute im ersten Kontakt mit Bildern, mit dieser Kunst im Museum, ohne die kunstgeschichtlichen Zusammenhänge zu kennen, stehen bleiben und merken, das ist etwas Größeres. Ja, mir ist sehr eindrücklich eine Veranstaltungsreihe zu Mark Rothko in Erinnerung. Das war eine Sonderausstellung und ich hatte dort vor der eigentlichen Reihe 3 Veranstaltungen gemacht zu den Werken und Großteil der Werke ist ungegenständlich und wir hatten es mit 4 Religionsvertreterinnen gemacht, Buddhismus, Christentum, Judentum und Islam und ich erinnere noch sehr, wie der muslimische Referent gesagt hat, Frau Koch, Sie bringen mich an den Rand und darüber hinaus. Also er hat erst gedacht, was soll ich denn da sagen bei so einem Bild, wo nur schwarz ist? Oder dieses Schweben der Farben auf dem Grund. Und dann war er unglaublich gefangen und hat auch gesagt, dass er nie gedacht hätte, dass er durch Kunst in solche Gedanken, philosophische Gedanken auch gekommen ist und natürlich mit seinem Background der muslimisch, in dem Fall auch sufischen Tradition. Herr Singtong, ist das für die muslimischen Gemeinden exotisch gewesen, Ihr Ansinnen? Kommt ins Museum, schaut euch das mal an, lernt euch kennen, werdet mit Kunst konfrontiert? Das kann ich so gar nicht beantworten. Also ich kann nur sagen, es gibt in jedem Fall bestimmte Fallstricke auch. Ja? Also es ist ein großes Potenzial, was darin steckt, über die Kunst und Kultur ins Gespräch zu kommen, weil eben sozusagen diese ästhetische Erfahrung auch erstmal bestimmte Kategorien gar nicht aufmacht. Ja? Da geht es erstmal darum, wie erlebe ich das als Individuum, unabhängig jetzt von meinem Hintergrund. Und dann kann man direkt darüber sprechen, über Eindrücke. Man kommt direkt ins Gespräch. Ja. Das ist wirklich ein guter Einstieg. So. Auf der anderen Seite hatten wir jetzt eben 3 Jahre lang mit dezidiert religiösen Menschen gearbeitet. Und das ist zumindest, Muslime und Musliminnen angeht, so, dass eine gewisse Irritation manchmal da ist, wenn es um gegenständliche Kunst geht. Ja? Deshalb hat mich das gerade so ein bisschen stutzig gemacht, weil ich dachte, bei nicht gegenständlichen Dingen kann man sehr viel unproblematischer sprechen. Aber meine Erfahrung ist tatsächlich, dass sozusagen, ja, auch natürlich kritische Fragen dann kommen, ja? Also zum Museum, zur Sammlung. Und das ist aber uns auch wichtig gewesen, dass wir gesagt haben, wir kehren jetzt keine Themen unter den Teppich und sparen nichts aus. Also es geht auch darum, dann eben über Irritationen zu sprechen. Und da ist es zum Beispiel einfach ja, die gegenständliche Kunst, die figürliche Kunst gewesen. Ja? Es gibt in der islamischen Religion in bestimmten Auslegungen, in bestimmten Traditionen einen gewissen Vorbehalt gegen die Darstellung von Mensch und Tier. Und
deshalb ja, macht manchmal auch die Runde von dem Bilderverbot, genau. Das Wort von dem Bilderverbot, die Runde, das ist also eine theologische Frage wahrscheinlich, die wir so als Kunsthistoriker und als Museum überhaupt nicht beantworten und bearbeiten können. Das war auch sozusagen Teil des Deals, den wir mit den Gemeinden hatten, dass wir gesagt haben, wir mischen uns in die religiösen Belange nicht ein. Wir stehen hier für die kunstgeschichtliche Expertise. Und da mischt ihr euch bitte auch nicht ein. Und wir können nur sozusagen zeigen, was da ist. Ja? Und diese Objekte sind gesammelt aus verschiedensten Jahrhunderten, aus verschiedensten Regionen. Und sie zeigen sowohl keine Figuren, ja, also in Ornamentik aufgelöste Silhouetten, Muster, unendliche Wiederholungen. Aber sie zeigen eben auch doch Figuren, Menschen, Tiere ganz konkret. Mhm. So, das heißt, wir können immer sagen, sowas wie ein Bilderverbot hat es nie gegeben, jedenfalls nicht über die gesamte Region, muslimisch geprägte Region und auch nicht über alle muslimisch geprägten Zeiten hinweg oder über die gesamten 1400 Jahre hinweg. Ja, aber ich glaube, das ist auch gut, dass wir sozusagen ne, einerseits das Gemeinsame, die Gemeinsamkeiten herausstellen und betonen, aber eben auch sagen, ja, mich befremdet jetzt vielleicht dieses oder jenes, lass uns darüber sprechen, lass uns ins Gespräch kommen und das ist das eine. Das zweite war zum Beispiel aber auch natürlich so eine postkoloniale Perspektive aufs Museum, die nicht nur in einer migrantischen, postmigrantischen Community, sondern die in allen Gesellschaftsteilen, glaube ich, gerade auch immer stärker wird, dass man sagt, wie sind denn eigentlich diese Objekte überhaupt zu euch gekommen? Was haben die für eine Biografie? Ja? Die sind doch jetzt tausende von Kilometern weit her entstanden. Ist das rechtmäßig gewesen? Wie beurteilt man das juristisch, ethisch, moralisch? Müssen Sie sich auch selbst nochmal neu befragen und neu reflektieren. Absolut, das sind ja erstmal ganz unbequeme Fragen, also so, für uns als Einrichtungen. So, ne? Aber es war eben auch, was jetzt Frau Koch auch gesagt hat vorhin, ganz wichtig, und das ist auch ein Teil von solchen Projekten, dass wir eben auch ein Stück weit auf die Deutungshoheit verzichten, ja? Dass wir sagen, wir sind zwar die Professorinnen und Professoren und Kuratorinnen und Kuratoren für Kunstgeschichte, und wir haben uns unser Leben lang damit beschäftigt und wir haben die Sachen vielleicht selbst ausgegraben mit unseren archäologischen Kollegen. Dennoch ist jetzt zumindest der Wille da zu sagen, wie wir die Sachen interpretieren, ist genauso viel wert wie Leute, die sie zum ersten Mal sehen, Leute, die gar keine Museumserfahrung haben, die einfach ins Museum kommen und wir fragen sie, was ist das denn für dich? Was siehst du dort? Ja, was macht das mit dir? Das ist, deren Interpretation ist im Endeffekt genauso ist das so? Wert wie ist es nicht, dann wäre das ganze Kunstgeschichtsstudium ja nicht überflüssig, aber sozusagen Kontext hilft doch oft auch beim Verständnis. Ich sage dir nicht, dass das überflüssig ist. Nein, ich glaube, es ist sehr wichtig, die Sachen auch zu erforschen, ja weiterhin zu erforschen. Aber es ist ja auch in der zeitgenössischen Kunst so, dass viele Künstlerinnen und Künstler sagen, dass das Kunstwerk, das gibt es gar nicht, sondern es entsteht ja erst in dem Moment, wo es jemand betrachtet. Und jeder Blick auf das Kunstwerk ist ja wiederum unterschiedlich. Das heißt, es gibt eigentlich so viele Kunstwerke, wie es BetrachterInnen gibt. Mhm. Also solcherlei Ansätze da auch zu differenzieren und so ein bisschen diese Hierarchien auch abzubauen. Ja, also wenn wir Leute ins Museum holen wollen, dann können wir sie natürlich erschlagen mit der Macht, die wir da haben, dieser symbolischen Macht. Ja, es sind jahrhunderte alte Objekte, 100 Jahre alte Häuser. Es ist unglaublich eindrucksvoll, monumental. Und das ist sozusagen das Kapital, was wir haben, wo ich sagte, ne, das ist, damit können wir wuchern, wir können Leute wirklich ansprechen. Auf der anderen Seite kann das auch abschrecken. Mhm. Und diese Abschreckung, diese Hürden abzubauen, Leute einzuladen und das mehr noch zu einem Ort zu machen, der für einen Großteil der Bevölkerung, das ist ja auch sozusagen die Frage heute Abend, eine neue Rolle für Kultureinrichtungen. Ja? Wir können natürlich weiterhin auf die gut gebildeten Besucherinnen und Besucher setzen, die eh da sind, die eine Jahreskarte haben. Aber das ist ja ein öffentlich finanzierter Ort, der für die Gesamtbevölkerung da ist. Und wie Sie sagten, die Gesamtbevölkerung differenziert sich immer weiter, wird immer bunter. Also müssen wir auch Angebote für diese bunte Bevölkerung machen. Herr Karimi, wie ist das in der muslimischen Community? Gibt es da welche Rolle spielt er? Wir haben schon gehört, es steht nicht ganz oben auf der Agenda in den Moscheegemeinden möglicherweise. Welche Rolle spielt Kultur, kulturelle Bildung und kulturelles Erleben dort?
Das kann man natürlich nur so pauschal kaum sagen, aber man kann dennoch so Tendenzen sehen, dass, wenn man von muslimischen Community, Gemeinschaft spricht, das ist ja auch keine homogene Masse, sondern man spricht ja zum größten Teil von den türkisch Abstämmigen, die als Gastarbeiter hierher gekommen sind und in mehreren Generationen hier leben nun. Die Frage ist, ob sie auch, wenn sie in der Türkei gewesen wären, wirklich Museumsgängerinnen und Gänger wären. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht die Frage, dass sie hier die hiesige Kultur ablehnen oder Ikan-Zugang haben, sondern weil sie von Grund auf nicht auf so eine Art von ästhetischer Affizierung anspringen. Aber deren Kinder und Kindeskinder sind hier geboren, gehen hier, studieren, sind Teil dieser Gesellschaft voll und ganz. Und von denen kann man, glaube ich, besser sagen, dass sie durchaus Zugang haben. Sie sind Muslime, aber das ist ja nicht das Einzige, was sie sind. Und sie sind auch vieles mehr. Und wenn sie haben Kunstunterricht, sie haben Religionsunterricht, immer mehr, aber auch andere Zugänge zu Kunstwerken und zu epochalen Werken, die auch unser kollektives Gedächtnis ja prägen. Insofern würde ich schon sagen, das ist auf jeden Fall ein Moment, womit man sie gewinnen kann. Und das, was sie darstellen in ihrer Arbeit, scheint ja so etwas zu sein, was von Grund auf so etwas wie Augenhöhe basiert ist. Dass sie nicht dahin gehen, von oben herab und belehren, sondern dass sie sozusagen mitnehmen. Mir scheint gerade auch da ein wichtiger Aspekt deswegen zu sein, dass ich bei meiner eigenen Biografie fragen muss, warum ich so viele Jahre gebraucht habe und erst durch einen Anstoß von meinem Kunstlehrer und Kunstunterricht zum Museum gegangen bin. Warum war das Museum nicht ein Ort, an dem ich der mich gleich angezogen hat, sondern da sind immer große Gebäude, sehr wuchtig, machen Angst. Und vielleicht ist es auch manchmal nicht sehr billig für Menschen, die neu hierher sind, kommen, um dort wirklich auch dort eine Karte kaufen zu können und Kunstwerke zu betrachten. Das ist immer noch in gewisser Weise eine Luxusangelegenheit und nicht etwas, was jede Frau, jeder Mann einfach sich leisten kann. Elbphilharmonie ist wunderschön, sehr groß, aber die Frage ist, wie viele Hamburgerinnen und Hamburger überhaupt die Chance haben, so ein tolles Programm bei so einem tollen Gebäude auch wirklich zu besuchen, zu erleben. Wer war schon da? Wer war drin? Ja. Das sind die auch hierher kommen. Homogene Geschichte, schön, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also wir sind ja weitgehend, das ist nicht das heterogenste Publikum im Körper. Ist ja klar. Aber toll, dass es sie gibt. Also sie sollen sich gar nicht an. Gehen Sie weiter dahin. Die Frage ist sozusagen, was können wir machen? Und die Beispiele, die wir heute haben, hören, sind gerade Beispiele, die gerade das Ganze umkehren. Sie sagen, Museum ist nicht etwas, was sozusagen ein Gefier darstellt, von einem an Örtlichkeit gebunden ist, sondern museale Arbeit ist ja etwas, was sozusagen offen sein muss. Ja, Musealik, das Wort klingt ja schon nach einer fingerdicken Staubschicht. Ja, genau. Es ist ja nicht zufällig, dass die wie Tempel aussehen, die vor 150 Jahren entstandenen Museen, als Ablösung möglicherweise oder als Konkurrenzprodukt zur Religion. Frau Koch, wer kommt denn zu Ihnen? Ich wollte noch mal ergänzend sagen, dass die Besucherinnen und Besucher, die zum Beispiel in die Hamburger Kunsthalle oder generell in Museen kommen, das sind zwischen 5-10% der Bevölkerung. Also ich glaube, wir müssen uns einfach mal davon verabschieden, dass es nur die Migrantinnen sind oder nur die bildungsfernen Menschen, die nicht ins Museum kommen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, für was ich mich interessieren kann. Und ich muss nicht ins Museum gehen. Und ich finde, es ist einfach erstmal wichtig, sich nochmal klar zu machen, das ist ein sehr kleiner Prozentsatz der Bevölkerung. Und trotzdem finde ich es total wichtig, was Sie gesagt haben, das sind Orte eigentlich für alle. Sie sind von den Steuergeldern bezahlt. Sie sollten eigentlich allen zugänglich sein. Und das ist dann genau der Punkt, wer kommt denn ins Museum? Und selbstkritisch muss ich auch sagen, dass in die Hamburger Kunsthalle eben diejenigen kommen, die wahrscheinlich heute Abend auch hier sind. Also es ist einfach doch, oder die in die Elbphilharmonie gehen. Es ist ein ziemlich homogener Kreis und wir versuchen eben durch verschiedene Projekte und tatsächlich ist Kunst im interreligiösen Dialog auch ein solches Projekt, diese Mauern irgendwie wie eine Membran ein bisschen durchlässiger zu machen. Und genau mit dem Gedanken, dass nicht wir die Hoheit haben, der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker, sondern dass Menschen der Stadt oder unserer Gesellschaft
Und in diesem Fall war die Religion für mich so ein ganz bestimmter Auslöser, dass ich daran sozusagen angebissen habe. Mit den Menschen der Stadt, mit dem Fachpublikum, mit den Expertisen, die in der Stadt sind, die aber wir nicht haben, die ins Haus zu holen und dadurch das Museum vielfältiger zu gestalten, aber schon von dem, was zu entdecken, was zu machen ist. Die Hamburger Kunsthalle hat eine christlich geprägte Sammlung. Auch da finde ich völlig richtig die Frage, was ist das für eine Sammlung, wie ist sie zustande gekommen? Wir haben keine afrikanische Kunst. Wir haben minimal Kunstwerke von jüdischen Künstlern. So, das ist eine christlich geprägte Kunst. Auch in der Gegenwartskunst ist das ganz stark zu spüren. Und dennoch oder gerade deswegen ist es mir so wichtig zu fragen, können diese Kunstwerke einen Anlass geben zu einem relevanten Gespräch in der Stadt. Und das kann auch über das Thema der Religion stattfinden. Sie haben einige Bilder mitgebracht. Ja. Ich meine, vielleicht können wir die mal nacheinander mal einspielen und Sie sagen, was wir sehen. Genau, das ist ein Beispiel einer Dialogveranstaltung. Da ging es um das Thema, was auf den Tisch kommt, über Speisegewohnheiten, Speisetraditionen mit einem Stillleben aus dem 17. Jahrhundert als auslösendes Werk. Das zweite war eins von Max Liebermann, das war gerade zu Gast bei uns im Museum. Und das war der Auslöser, weil auf einem Huhn, was dort auf dem Stillleben lag, wiederum der Koscherstempel war. Mhm. Und das war, war der Auslöser für diesen Dialog, kam von den Referenten. Genau. Das ist eine zweite Veranstaltung mit einfach unterschiedlichen Referenten. Es sind immer wieder hier zum Beispiel mit Herrn Schwann von der Katholischen Akademie auch Kooperationspartner, mit denen ich zusammenarbeite, der Evangelischen, der Katholischen Akademie, der Akademie der Weltreligion, ganz, ganz wichtiger Kooperationspartner. Da ging es um Wunder und das ist eine Ikone, die dort zu sehen ist. Das ist ein sehr besonderes Projekt, nämlich der Ramadan-Pavillon, der jedes Jahr, dieses Jahr zum 8. Mal auf dem Spatenteich in St. Georg stattfindet. Und das ist so eine Frucht, muss ich ehrlich sagen, von dieser sehr langen Netzwerkarbeit und der Zusammenarbeit mit vielen muslimischen Gemeinden und Gemeinschaften in Hamburg, dass ich angesprochen wurde, ob ich nicht eine Dialogveranstaltung auf dem Ramadan-Pavillon machen möchte. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich würde es gerne viel öfter machen, rauszugehen aus dem Museum, in die Stadt rein, in die Stadtteile rein, mit den Menschen. Also ähnlich wie Sie es gesagt haben, Sie sind in die Moscheegemeinden gegangen. Mhm. Und mich hat es total gefreut, dass die Gemeinde auf mich zugekommen ist. Und dieses Jahr wird es zum 5. Mal, glaube ich, sein, dass wir eine Dialogveranstaltung dort auf dem Platz machen. Das ist ein ganz anderes Publikum. Dieser Ramadan-Pavillon ist offen für alle. Die Moscheegemeinden wünschen sich den Dialog, den Austausch mit der Stadtgesellschaft. Und es ist eine Veranstaltung, die viel stärker durch die Beteiligung der Menschen auf dem Platz geprägt ist. Wie machen Sie das? Sie bringen da ja keine Bilder aus der Kunsthalle mit wahrscheinlich. Nee, leider nicht. Eine Reproduktion, man sieht die jetzt ganz schlecht. Mhm. Genau, es wird immer ein oder zwei Werke werden reproduziert. Wir legen vorher ein Thema fest. Ich schlage Bilder vor, die werden aber auch von der Gemeinde kommentiert. Und da geht es auch ganz stark darum, ist es ein Gemälde, was in der Gemeinde und auch mit den verschiedenen religiösen Prägungen in der Gemeinde auf eine Zustimmung stößt? Oder müssten wir mit einer Ablehnung reagieren? Also würde ich sage das jetzt mal so frei, eine Darstellung mit einem Akt auf den Platz schleppen, wäre es, glaube ich, keine gute Idee, weil man erst mal mit ganz vielen Vorbehalten arbeiten müsste. Gleichwohl haben wir Themen zur Nacktheit, und das finde ich ein ganz wichtiges Thema, da musste ich vorhin auch dran denken, und Aktdarstellen in der Kunsthalle natürlich. Und wir haben einfach diese gemischte Schülerinnenschaft und wir müssen auf diese Themen eingehen, weil sie sind da und sie sind Fragen und sie sind nicht nur Fragen von muslimischen Schülerinnen und Schülern, sondern von allen. Warum ist hier so viel Nacktheit im Museum? Und auf dem Platz entscheiden wir gemeinsam, welche Werke sind es. Und dann geht relativ schnell, gehen die Hände im Publikum hoch. Und es gibt Fragen. Was sagen Sie, wenn die fragen, warum sind hier so viele Nackte? Jo,
dann muss man erst mal sagen, es ist eine Bildtradition, es ist eine bestimmte Tradition, die Kulturen der Welt zu Hause ist, in denen nackte Körper, Frauen wie Männerkörper abgebildet wurden. Ich kann aber auch fragen, was erregt euch, was ist das Unangenehme? Also ich versuche mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen und billige denen auch zu, dass sie das unangenehm berührt, weil es ist eine unangenehme, kann eine unangenehme Situation sein, weil man selbst als Mensch neben dieser Skulptur zum Beispiel steht und Junge oder Mädchen oder Mann oder Frau ist. Also es ist ein Versuch, ins Gespräch zu kommen. Und das ist auch, das würden Sie auch unter Erfolg auch verbuchen, weil es dann wirklich zu einem Dialog kommt und Kunst da auch in dem Moment etwas bewegt, also universal bewegt. Universell. Ja, also ich glaube, der Vorteil, so erfahre ich es zumindest, und vielleicht ist das ganz spannend, das auch nochmal von Ihnen zu hören, bei der Kunst ist, dass man sich immer wieder auf dieses, in dem Fall Vierte, beziehen kann, drei Referierende plus das Werk. Man kann sich immer wieder auf dieses Kunstwerk beziehen und eben sagen, das ist für mich eine Erkenntnis, die ich gerade gewinne, weil der muslimische Referent oder die Referentin das und das gesagt hat und dennoch für mich als jüdische Referentin habe ich da einen schwierigen Zugang. Und und jede Sicht ist erstmal richtig und berechtigt und kann sich aber wieder beziehen auf das Werk. Ich fand das ganz schön, ein Referent hat mal gemeint, dadurch, dass der Dialog im Museum stattfindet und vor Bildern, ist das so eine, ist es nicht so trocken und staubig wie sonst in den Dialogen, wenn sie irgendwie nur theoretisch geführt werden, sondern es ist farbig, es ist bunt und es macht Spaß, weil man die Kunstwerke hat und sich darauf eben auch beziehen kann und tatsächlich auch Gedanken öffnen, sich öffnen oder Erkenntnisse entstehen durch oder kennenlernen stehen durch die Gedanken der anderen Referierenden, die auch unter den Referenten vorher gar nicht da waren. Und im Publikum geht das, glaube ich, noch viel stärker. Und man sieht, das ist genau die Hoffnung, also dass Kunst etwas Dynamisches auslöst, ja? Ja, also die Frage verstehe ich gerade nicht so ganz. Also können Sie nachvollziehen, was Frau Koch meint? Ja, ich kann also vor allem die Rückbindung an das Objekt, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Also das ist was wir, glaube ich, sozusagen als Kunstvermittler gemein haben, dass es darum geht, klar, man kann gut ins Gespräch kommen, aber ich kann halt auch vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. Und der Test ist dann immer sozusagen zu sagen, aber wo siehst du das jetzt im Objekt? Mhm. Ja? Mhm. Absolut. Also es geht dann schon immer darum, auch wieder wirklich das zu erklären, warum habe ich jetzt und äußere ich diese Meinung oder diese Perspektive, kann ich das wirklich belegen am Detail, an der Farbgebung oder ähnlichem. Ja. Wollen wir mal weiterschauen? Wir haben hier den Ramadan-Pavillon, genau. Das ist vielleicht nur ganz kurz erwähnt, ein weiterführendes Projekt, aus diesem interreligiösen Dialog, der nach wie vor stattfindet, war für mich relativ schnell klar, ich muss da was entwickeln für Schülerinnen und Schüler, was ich vorhin schon sagte, die Schülerinnen und Schüler der Hamburger Schulklassen sind in der Regel sehr durchmischt und deswegen gibt es eben Materialien, die wir entwickelt haben zu zwei Themenkomplexen, zu Gott und Gottesvorstellung und Tod und Jenseitsvorstellung. Und die haben wir über einen sehr langen Zeitraum mit Schülerinnen evaluiert, ob die funktionieren. Die arbeiten in Kleingruppen zusammen mit didaktischem Material, mit Wissenskarten und Wissensspeicher. Und das ist eine Klasse aus Finkenwerder, ein Gymnasium aus Finkenwerder, mit denen wir das erprobt haben. Und wir sehen eben auch, dass die unterschiedlichen kulturellen Herkünfte, vielleicht auch verschiedenen Religionstraditionen der Schülerinnen und Schüler ein absoluter Fundus sind oder sein können und der eben eingebracht werden kann in diese Erschließung der Religion und des Dialogs vor den Kunstwerken. Deswegen diese Materialien. Mhm. Vielleicht dürfte ich was bitte. Also ergänzen dazu. Ich glaube, ein gelungener Dialog dürfte ja nicht darin bestehen, dass alle
einverstanden sind. Mhm. Dass sie einfach bei dem Kunst einfach nur Ja und Amen sagen. Mhm. Sondern die Kunst darf und muss irritieren. Genau. Sie muss uns an unsere Grenze bringen, dass wir einfach nicht verstehen, uns verfremden, ärgern, beleidigen, beschimpfen. Mhm. Gerade so etwas wie Nacktheit scheint ja nicht etwas sein, dass wir voyeuristisch, nicht immer, die irgendwie nackte Körper anglotzen, sondern das scheint so, also wenn es gelungene Kunst ist, wenn Sie an Bilder von Zeichnungen von Rodin denken, dann zeigen Sie in gewisser Weise unsere eigene Nacktheit. Mhm. Genau. Also dann ist ein Kunstwerk dann ja ohnehin ja gelungen, wenn das etwas in uns selbst offenbart. Ja. Und genau das, damit können wir am wenigsten leben, nicht? Mhm. Also uns selbst anzuschauen. Und wir tun alles, damit das nicht gelingt. Und wenn die Kunstwerke das, glaube ich, schaffen können, dann ist das auch eine gelungene Art, auch zeigen zu können, wo Gesprächsbedarf gibt. Mhm. Im Grunde genommen, dann ist auch das ganze Geschehen wichtig. Dann zu einer Kunstpädagogik müsste auch gehören, du wirst es nicht verstehen, das wird dich ärgern. Mhm. Aber zu lernen, damit zu leben, und nicht sagen, jetzt muss man die Kunstwerke, die mich ärgern, auch vernichten, sondern alles dafür geben, dass die Kunstwerke geben sollen, weil sie mich immer wieder ärgern. Mhm. Also, so etwas wie Bilderverbot, was sozusagen selten gibt, aber dennoch scheint ja von einer Idee auszugehen, die darin besteht, dass Kunst eine unglaubliche Macht hat. Mhm. Und diese Macht der Kunst wird gerade dann anerkannt, wenn man sie verbietet. Das heißt zu sagen, bloß kein Bild von Gott, weil man ganz genau weiß, wenn ich das zulassen würde, würde diese ikonenhafte Darstellung eine Anziehungskraft ausstrahlen, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Und am besten verbiete ich das ganz. Das heißt, da ist auch etwas mit ausgesprochen, was man meint, dass es überhaupt nicht gibt. Also gerade die Macht der Kunst ist immer da. Und ich glaube, davon müssen wir, glaube ich, auch in gewisser Weise auch lernen, was die Kunst nicht als eine Art, wie soll ich sagen, eine Brücke zwischen Menschen bildet. Denn das kann ja alle, sondern gerade wir versuchen, zur Kunst zu gelangen. Also man muss selbst zur Brücke werden für die Kunst. Also das ist das, was Sie als Rückbindung zum Bild sagen würden. Und das ist eigentlich die eigentliche Arbeit aus meiner Sicht, die eine gelungene Dialogarbeit leisten muss. Verstehe ich Sie denn auch richtig, dass Frau Koch mutiger sein sollte, auch die Provokation noch stärker auszuhalten, ja, in St. Georg beim Ramadan-Pavillon? Ich glaube, da muss man aber noch dann differenzieren. Wissen Sie, ja? Ramadan. Da bin ich dann doch schon zu gläubig. Jetzt haben Sie mich. Also, das ist immer, wenn man zu viel Sympathie hat. Und jetzt bin ich ganz bieder. Wissen Sie, im Monat Ramadan, das ist natürlich ein besonderer spiritueller Monat für Muslime. Das heißt, da üben wir in diesem Monat, uns sozusagen auf das Eigentliche zu konzentrieren. Wenn Sie mir da wären, ich sozusagen auf alles verzichte, Trinken, Essen, Sexualität, schöne Bilder von Rodin zeigen würden, das ist eine kleine Irritation. Ich glaube, so weit, das wäre dann wirklich Provokation, um zu provozieren. Mhm. Also wenn man irgendwie ein Schwein in der Moschee malt oder sowas. Mhm. Das ist sehr, sehr geschmacklos. Sondern man kann dennoch andere Orte finden. Es gibt auch ein Nach-Ramadan. Und da kann man sagen, die Bilder bewahren wir auf. Freut euch schon mal drauf. Aber Frau Koch, dieses Bilderverbot, also in Anführungszeichen, wir haben die differenzierten, spielt das bei Ihren Vorüberlegungen eine starke Rolle? Also gibt es davor eine Selektion bei den Bildern? Nein, es ist wirklich so, dass viele Themen oder Kunstwerke von den Referierenden vorgeschlagen werden. Mhm. Und ich schlage die zum Teil auch vor und Referentin sitzt ja auch im Raum und sie wird sich erinnern, als wir damals noch mit Piasta zu einer Skulptur gegangen sind von Olaf Metzel, Turkish Delight. Das ist so eine Provokation und da bin ich sehr bei Ihnen. Das ist eine Bronzeskulptur, eine nackte Frau, die ein Kopftuch trägt, was sehr an das muslimische Kopftuch erinnert. Und Olaf Metzel will damit provozieren. Er ist damit so reingegangen in diese Kopftuchdebatte in Europa, in die Frage, wofür steht der nackte weibliche Körper? Es geht viel um die europäische Diskussion, aber natürlich ist es eine Provokation für jede gläubige Person, ob Muslimin oder Moslem oder Muslimin oder überhaupt Gläubige. Und darüber hatten wir unglaublich spannende Diskussionen. Und auch über diese Figur finden Dialogveranstaltungen statt. Und ich stelle die Themen
den Referierenden zur Verfügung, schicke das rum per Mail und dann melden sich diejenigen, die Interesse haben an mit Themen. Und das sind immer mehr Referenten, als ich unterbringe. Es sind ja immer nur 3, weil wir sonst nie fertig werden würden mit den Dialogen. Also ich spare nicht aus. Herr Singendorf, welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit Provokationen in den Moscheegemeinden? Also ich bin grundsätzlich erstmal gegen Provokationen, weil sozusagen jetzt beruflich in dem Projekt war es einfach so, dass ganz wichtig war an erster Stelle erstmal Vertrauensaufbau. Ja. Ja. Also wir haben wirklich jahrelang jetzt irgendwie in diese Kontakte auch gesteckt, glaube ich. Ne? Ich meine, Sie werden natürlich auf Funktionärsebene immer Leute treffen, die für alle Veranstaltungen zur Verfügung stehen und in die Diskussionen mitkommen und so weiter und so fort. Aber uns geht es ja darum, sozusagen mit den durchschnittlichen Menschen auch in Kontakt zu kommen und Angebote für durchschnittliche, ganz normale Menschen zu machen, die eben zufälligerweise Muslime sind in dem Fall. Und ich glaube, dass Provokationen da nicht weiterhelfen. Das heißt nicht, dass wir sozusagen kontroverse Themen ausgespart haben. Wie gesagt, ne, wenn sozusagen ein Vertrauensverhältnis da ist, glaube ich, kann man über kontroverse Themen sehr viel besser auch diskutieren. Auch mal länger als 1,5 Stunden vielleicht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist die Situation, die wir vorfinden, eine, in der so eine relativ strenge Vorstellung von Islam aktuell recht weit gediehen, also sehr, sehr sichtbar ist, sagen wir mal so. Ja? Also Leute, die den Islam sehr streng auslegen, die sind sehr laut, genauso wie andere Extremisten von rechter Seite sehr laut sind. Und diese extremen Ränder sind, glaube ich, sehr viel lauter, als sie einfach groß sind auch. Ja? Also auch ganz Deutschland spricht über die AfD von morgens bis abends. Die Zeitungen, die Nachrichten sind davon voll, aber es sind halt eben trotzdem immer nur 8, 9, 10, 12% der Bevölkerung oder der Wähler im Westen. Genau. Und genauso ist es natürlich beim Islam. Es gibt da irgendwie Leute, die das streng und puristisch auslegen möchten. Und die sind eine kleine Minderheit, aber die sind sehr sichtbar, weil sie eben auch immer diese Moralkeule rausholen können. Sie können immer sagen, du hast das nicht richtig verstanden, du weichst vom richtigen Wege ab und so weiter. Also ich glaube, das ist sozusagen auch der soziale Hintergrund, vor dem wir so ein Projekt machen, dass wir sagen, junge Musliminnen und Muslime in Deutschland sind aktuell einer großen Herausforderung ausgesetzt. Ja? Also junge Menschen sowieso, es gibt diese Identitätsbildungsphase, es gibt die Pubertät, da ist man irgendwie auf der Suche, ja? Die Orientierung ist vielleicht noch nicht so stark gegeben und dann gibt es Leute, da gibt es Gruppen, die dich rufen, die sagen, komm zu uns, hier bist du ein Teil. Das können verschiedenste Gruppen sein, subkulturelle Gruppen, aber eben auch religiöse Gruppen. Und es gibt damit unter eben so eine Ansprache an junge Musliminnen und Muslime, die relativ strikt ist, ja, wo eben gesagt wird, wenn du das so und so auslegst, dann bist du auf dem richtigen Pfad und alle anderen sind eher nicht da. Ja? Also wir haben zum Beispiel, also Nacktheit wäre vielleicht ein Thema, aber wie ich gesagt hatte, Bilder ist ein Thema, aber auch Musik. Also wir haben sozusagen über das Thema Musik auch viel gesprochen. Ja? Und da knallen tatsächlich Welten aufeinander, wenn sie sozusagen vom Kollegium im Museum ausgehen, die KunsthistorikerInnen, die da sozusagen Darstellungen von frühislamischen Szenen oder auch sozusagen einfach vielleicht auch Architekturelemente, ja, ich denke da an ein Schloss, was wir im Museum haben, oder Teile dieser Schlossfassade, die wir im Museum haben, das war eine Art Lustschloss, ja, das ist sozusagen eine spätantike Zeit, also Lustschloss ist vielleicht übertrieben, aber das ist die Zeit, man muss sich zurückversetzen, das ist die Spätantike, ja, da sind diese römisch-griechischen Einflüsse noch da, da ist einfach am Hof, da wird, gibt es Bäder, ja, da wird gebadet, da ist man nackt natürlich, da geht es um Poesie, um die feingeistigen Künste, in der Poesie werden dann, wird die Liebe besungen, auch die gleichgeschlechtliche Liebe vielleicht besungen, es geht um Wein, es gibt unheimliche Mengen an Weingedichten aus muslimischen Zeiten, die auch an Höfen damals, also sozusagen, ne, der Kalif selbst hat dort Feste gefeiert und solche Sachen. Das ist natürlich mit einer strengen, puristischen Vorstellung überhaupt nicht vereinbar. Ja? Aber es ist, glaube ich, auch, da sind wir wieder im theologischen Bereich oder auch im Bereich der religiösen Erziehung, es ist natürlich auch daran, sozusagen an den Gemeinden selber dieses Wissen zu vermitteln, die Geschichte des Islam und eben auch zu vermitteln, dass es eine unheimlich vielfältige Geschichte ist, ja, und war und dass das ein Teil der Geschichte auch ist.
wie auch immer man den auslegt, wie auch immer man dazu sich selber stellt, das ist eine ganz persönliche Einstellung, ja auch immer wieder. Ne? Mhm. Nichtsdestotrotz, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass viele oder einige junge Musliminnen und Muslime eben leider von so einer strengen Auslegung, dass sie dies einfach kennen. Ja? Sie kennen das über YouTube, da gibt es Leute, die setzen sich hin und sagen, ich bin der Prediger, ich kann dir sagen, wie das läuft. Und wenn die Moschee das nicht besser erklären kann, dass es eben anders war, dann ist das zumindest in den Köpfen. Ich sage nicht, dass die Leute das glauben, aber es ist einfach, es ist verfügbar. Ja? Herr Gömi, ist das so, was kann man dagegen tun, dass die wenigen Lauten sozusagen die Meinung bestimmen oder die Meinungsmacher sind? Ja, genau, das ist ein Dilemma, nicht? Also die naive Forderung wäre, dass die anderen, die nicht laut sind, noch lauter werden. Ja. Aber der Islam ist eine unglaublich leise Religion. Also diejenigen, die laut sind, bei denen habe ich Fremdschämen. Also jemand, der extra vor ihnen draußen jetzt das Gebet verrichtet. Ich schäme mich dafür, weil das ist einfach, das hat nichts mit der Religion zu tun, das ist mit Inszenierung, Show, Performance. Das heißt, ich glaube, da würde ich weniger ansetzen, sondern vielmehr an so etwas. Schauen Sie, wir erkennen etwas ganz Wesentliches, also ausnahmsweise mal was ganz Knackiges. Und zwar den Unterschied zwischen Fundamentalisten, Islamisten, Salafisten, Wahhabisten, wie sie auch heißen mögen, und den anderen Muslimen. Besteht ja gerade darin, dass die Ersteren nicht nur denkfeindlich sind, sondern ästhetikfeindlich sind. Sie hassen Musik, sie hassen Bilder, sie hassen Poesie. Also alle Musik, alle Kunstrichtungen, die sie sonst für Ästhetik wichtig sind, die sind feindlich. Die sind Feinde von so etwas. Und die anderen, und sie sind aber auch nicht nur Feinde von dem, sondern sie verurteilen sie das auch. Also verbannen sie das an etwas, was nicht sein darf. Und der dritte wichtige Unterschied wäre dann zu sagen, sie sind diejenigen, die wissen, wie der wahre Islam funktioniert. Die anderen sind diejenigen, die Sehnsucht nach dem Wahren haben, aber niemals wissen, wie es richtig läuft. Denn woher weiß ich denn, was Gott von mir will? Ich kann nur ahnen, dass ich dem vollführe, was mein Schöpfer für mich vorgesehen hat. Aber es zu wissen, wie wirklich der wahre Islam funktioniert, das ist schon eine Gewalttat an dem Islam. Was man dagegen machen kann, man kann dagegen viel tun. Man kann an die Bildung setzen. Man kann Menschen schon in Kindergarten einholen, in den Schulen. Man kann in Gemeinden hineingehen. Nicht jeder junge Muslim, der in Deutschland zum Salafisten wird, ist zum Salafisten bestimmt. Die sind keine verlorenen Menschen. Wie können sie gewinnen? Ich habe einen sehr positiven Blick. Ich sehe einfach junge Menschen, die religiös obdachlos sind. Sie nicht Moscheegänger sind, sondern einfach Internet ist für die sozusagen die Quelle ihrer religiösen Fragen, religiösen, spirituellen Quellen. Und deutschen Internet, islambezogen, ist von diesen Salafisten gekapert. Aber da ist nicht die Seite, ich bin Salafist, Vorsicht, sondern da ist irgendwie Islam, der Garten des Islams, glaube ich. Das heißt, ich kann als 14-Jähriger nicht unterscheiden, ist das jetzt eine Seite, die ich eher nicht besuchen darf, sondern ich habe eine Frage und da steht eine klare Antwort. Insofern ist wichtig, sozusagen sie auch dort nicht allein zu lassen, weil Menschen sind, wir sind alle in irgendeiner Weise auf Sinnsuche. Und Kunst zum Beispiel stiftet ja Sinn. Religionen stiften Sinn. Und da ist wichtig, dass bei dieser Sinnstiftung wir auch begleitet sind. Dass man weiß, wie man mit seiner Religion, mit seiner Kunst, mit seinen Sinnfragen, mit der Einstellung, dass unser Leben vielleicht doch ganz sinnlos ist, damit irgendwie leben lernt, damit kämpfen lernt, dies noch füllen kann mit Gütern, mit dem Schönen und nicht mit dem Hässlichen, mit den Angst, mit dem Unglauben, was man sehr hasst, aber eigentlich der Unglaube in einem selbst ist, dass man nach außen projiziert oder was auch immer. Und ich glaube, da kann man schon viel tun und die Kunst ist eine kreative Seite. Insofern ist es noch sehr schade, dass die Gemeinden nicht gesehen haben und immer noch nicht einsehen, dass eigentlich gerade dieser umständliche Weg, der weite Weg, der Weg einfach drumherum eigentlich der effektivste Weg ist. Denn der Islam, den ich kenne, ist durch und durch ästhetisch vermittelt. Also einen anderen Weg zum Islam halte ich für gefährlich.
Ist das etwas, was Sie, wenn die Finkenwerder Jungs und Mädchen zu Ihnen kommen, sind das Motive, die Sie da auch wahrnehmen, von denen, die Herr Karimi gerade gesagt hat, diese religiöse, wie haben Sie gesagt, Obdachlosigkeit, ja? Wo eine Leerstelle in die Kunst irgendwie als Vermittlerin auch einspringen könnte? Ich könnte jetzt, glaube ich, nicht sagen, ob das eine religiöse Obdachlosigkeit ist, sondern ich würde es, glaube ich, weiterfassen und sagen, dass, wie Sie auch meinten, Jugendliche im pubertären Alter auf der Suche sind. Mhm. Und wirklich die Frage, wer bin ich mit meiner, vielleicht vielgeteilten Identität oder gerade zu suchenden Identität. Mhm. Und ich glaube schon, dass dieses Miteinander im Arbeiten in Workshops zu Kunstwerken, und wir machen eben in der Kunsthalle auch viele Projekte mit Schulen, also es sind Partnerschaften, die mit Schulen entstanden sind und da über mehrere Wochen Projekte zu bestimmten Ausstellungen, zu bestimmten Themen stattfinden. Und da merkt man schon, dass durch die Auseinandersetzung mit der Kunst und eben wieder diesem auch tatsächlich partizipativen Rangehen, also der Offenheit, wie gehen Schülerinnen und Schüler zum Beispiel jetzt auf diese Ausstellung Vandenberg, eine unglaublich schwierige Ausstellung, wie gehen die darauf zu, was machen die damit? Das ist wirklich beeindruckend, und die Möglichkeit über wieder das Dritte, die Kunst, zu Fragen zu kommen, die sie betreffen. Mhm. Und Antworten im Miteinander zu finden oder vielleicht auch wieder in der Kunst. Ich glaube, es ist auf alle Fälle eine Möglichkeit und eine Chance. Und es führt eben auch raus aus dem Schulalltag und dem Lernen für Noten. Und deswegen denke ich, sind außerschulische Lernorte auch so wichtig. Das muss nicht nur das Museum sein, das können auch andere Orte sein. Aber sich anders zu erfahren mit anderen Fähigkeiten, Qualitäten und eben, ich denke auch immer wieder in diesem Miteinander, die Mitschülerinnen und sich selbst besser und anders kennenzulernen. Ich glaube, dass da eine Chance drin ist. Und ich hatte auch noch mal bei Ihrem Beispiel gedacht, ob es nicht gerade eine große Chance ist im Museum für islamische Kunst, wo diese unglaubliche Vielfalt islamischer Traditionen oder Traditionen von Kulturen, die auch islamisch geprägt sind oder zum Teil islamisch geprägt waren, diese Vielfalt, die dort vorhanden ist, ob die nicht genau eine Chance sein kann, eben auch die Vielfalt des Islams heute zu verstehen und diejenigen, die denken, es gibt nur die ein einzige, eigentlich auch ein bisschen denen so ein bisschen den Stachel zu nehmen oder zu sagen, aber sorry, das ist auch in der islamischen Tradition entstanden. Ja, das glaube ich schon, dass das eine Chance ist. Ich würde es aber auch nochmal dann weiten wollen. Ne? Also ich glaube, es ist auch eine Aufgabe, das sozusagen allen möglichen Gruppierungen, Gruppen, Teilgruppen der Gesellschaft nahezubringen. Ja? Wir haben jetzt einfach da sozusagen mal die Muslime rausgegriffen. Aber wir hatten zunächst mit einem Schülerprojekt angefangen. Wir hatten dann auch ein Projekt von und mit Geflüchteten. Wir haben jetzt ein Projekt gestartet, wo wir sozusagen versuchen, das auf die sogenannte Mehrheitsgesellschaft auch mal anzuwenden. Es ist ja schon auch so, dass das, also ne, ich teile dieses Wort von der Obdachlosigkeit schon auch ein Stück weit von der religiösen, aber es ist ja schon so, dass sozusagen auch Unwissen einfach überall verbreitet ist, sozusagen, was die Geschichte angeht. Ja? Da nehme ich mich überhaupt nicht aus und auch meine Kollegin nicht. Man kann immer dazulernen. Und was also sozusagen gerade diese Kulturverknüpfung, die Verbindung, was ich noch vorhin sagte, diese gegenseitige Befruchtung angeht, es geht sehr, sehr weit. Ich meine, wenn Sie sich in die Elbphilharmonie, wurde ja schon angesprochen, ja, Sie setzen sich da vielleicht rein und hören sich ein Konzert an, Brahms irgendwas, und sagen, das ist ja toll, das ist irgendwie meine kulturelle Identität, diese Musik, die ist so europäisch, das ist so klassisch, das ist irgendwie das hier, ne, der Kern der Identität, ja, ohne zu wissen, dass irgendwie diese Saiteninstrumente alle auf orientalische Saiteninstrumente, auf Vorläufer zurückgehen, und wären die damals nicht dort entwickelt worden im östlichen Mittelmeer, dann würde da keiner sitzen mit einer Bratsche oder einer Geige oder einer Violine oder so. Ne? Das sind so Dinge, das ist vielleicht ein bisschen vereinfacht gesagt, aber ich glaube, im Prinzip funktioniert es so. Ja? Ja. Nur durch den Kontakt entstehen wieder Innovationen, entstehen Neuerungen, und das sind Dinge, die wir heute als selbstverständlich hinnehmen. Oder wo die einen sagen, vielleicht, ja, das ist irgendwie, Europa bringt ja auch alles hervor und dominiert ja auch die Welt. Und das ist ja auch nicht umsonst so, weil wir sind einfach schlauer, besser. Wir haben die Welt, das ist ja nicht, ja, aber
gehen Sie 800 Jahre zurück und es ist ganz anders. So, ne? Da ist eine ganz andere Weltregion, die irgendwie Metropole ist, die der Nabel der Welt ist. Und dann sieht es hier, ist man hier sehr, sehr rückständig. So, das ist ja auch eine Auf- und Abbewegung und wir sind einfach, leben ja gerade in einem Moment. So, den kann man nicht als absolut annehmen. Gibt es aus dem fachkundigen, interessierten Publikum Fragen, Statements hier? Ja, bitte. Ich habe zwei Punkte. Ja. Einmal, Sie hatten von extremen Gruppen. Oh, da kommt ein Mikrofon noch. Aha. Ich möchte darauf hinweisen, dass es diese extremen Gruppen auch in anderen Religionen gibt, also beispielsweise im Christentum. Dann habe ich eine Frage. Meines Wissens ist im Koran ein ausdrückliches Verbot einer Allah-Darstellung. Wie weit hat das Einfluss auf die Kultur? Nein, die Stelle ist mir unbekannt, glaube ich. Wissen Sie, aber also implizit haben Sie durchaus recht. Aber das wäre auch christlich ja nicht anders. Also überhaupt, wissen Sie, also logisch nicht anders. Entschuldigen Sie, Gott kann man nicht malen. Das ist klar. Das heißt, das Problem ist aber nicht, dass man Gott nicht malen kann. Ich glaube, meine Kinder malen jeden Tag Götter. Die Frage ist nur, dass Sie immer wissen müssen, dass Sie das gemalt haben. Ich glaube, wenn man das verwechselt, und das ist das, was sozusagen religiöses sagen, verpönt ist, ich stelle dir nicht vor, dass du eine Vorstellung von Gott haben kannst. Denn das, was du dir gerade vorstellst, ist alles, aber nicht Gott. Gott ist immer das, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Und gerade diese Undarstellbarkeit ist etwas, was auch als sehr reizvoll gilt. Schauen Sie sich, wie sich gerade diese Undarstellbarkeit Gottes in der islamischen Geschichte niedergeschlagen hat, und zwar in der Kunst der Ornamentik. Ornamentik ist eine bestimmte Kunstrichtung, die von der Grundidee ausgeht, ich bin immer ein Fragment. Das heißt, egal was, wo Sie einfach Ornamentik sehen, das ist nicht zu Ende gemalt, das kann man immer noch weiterziehen. Und dieses, dass wir immer, wenn Sie sagen, einfach eine Momentaufnahme haben, das ist das, was unsere Wirklichkeit eigentlich prägt und das, was sozusagen die Schöpfung ausmacht, größer ist. Ich glaube, so würde ich das binden, obgleich wir so schöne Aussagen haben, sowohl im Koran, also sehr viele, aber auch von dem Propheten Muhammad, der sagte, Gott hat allen Dingen die Schönheit eingeschrieben. Das ist schon, also Gott ist schön und er liebt die Schönheit, folgt dem Schönen, heißt das im Koran. Und diesen ästhetischen Imperativ ist etwas, was sozusagen mich animiert, wenn ich mich auf dem Wege zu Gott befinden soll, dass ich diesen Weg gehe. Das heißt, immer wieder würde ich sagen, malen Sie immer wieder Gott, aber und wieder dann ausradieren und erneut malen. Dann sind Sie ein guter religiöser Muslim. Ja, dort. Wir haben ein Mikrofon. Ich bin so erzogen worden, dass Nacktheit was Natürliches ist. Und auch mich zu zeigen, gewissermaßen nackt, das ist für mich nichts Unanständiges. Wie kommt es dazu, dass es im Islam jetzt jedenfalls so ist, dass Nacktheit doch irgendwas ganz Abwegiges oder ja etwas nicht moralisch Wertvolles ist? Oder ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es gibt ja die Verschleierung. Hätten Sie nur nicht das letzte Wort gesagt? Damit haben Sie alles. Ich versuche erst mal die ersten. Schauen Sie, ich glaube, so pauschal ist auch im Islam nicht so, dass man sagt, Nacktheit ist irgendwie böse, schlecht oder sowas. Wir sind alle nackt geboren und wir duschen auch nackt. Die Sache ist nur die, wie gehen wir eigentlich mit unserer Wirklichkeit um? Also, was hielten Sie davon, wenn ich meinen schönen Körper jetzt für Sie entblößen würde jetzt? Sie würden sehr entzückt sein, das weiß ich, aber Sie wären auch nur vielleicht die einzige Person. Wissen Sie, die Frage ist, also das Problem ist nicht, dass die Nacktheit ein Problem ist, sondern das Problem ist die Haltung zu meinem Körper, zur Haltung zu meiner Person. Und ich habe sehr Verständnis für eine Frau oder für einen Mann muslimischer Provenienz, die sich entscheiden dafür zu sagen, es gehört zu meiner Person, nicht meine Beine, mein Kopf, was auch immer zu zeigen. Wenn das selbstbestimmt ist und darin ein bestimmter Habitus zum Ausdruck kommt, nämlich, dass es so etwas wie Scham gibt,
vielleicht ein Wort, das wir heute so ein bisschen verlernt haben, aber ich glaube, ich erhalte sehr viel von diesem Wort. Man kann es auch übertreiben, das ist klar. Und Verschleierung im Sinne von Vollverschleierung wäre so eine falsche Übertriebenheit. Aber so etwas wie ein Kopftuch tragen als ein Ausdruck der Demut vor dem Herrn aller Welten, der mir durch mein Kopftuch tragen Haltung gibt, aufrichtet, das finde ich großartig. Genauso finde ich großartig, wenn eine andere Frau sagt, nee, das gibt mir überhaupt keinen Halt, da fühle ich mich irgendwie bedeckt. Vor Gott will ich so stehen, dass ich meine Haare auftragen kann. Großartig, auch islamisch. Das heißt, da gibt es keine, das ist falsch, das ist wahr, sondern wahr und falsch sind sie nur dann, wenn die Argumentation für sie nicht plausibel ist. Das heißt, wenn ich als eine Frau den Mann sagen würde, ich trage ein Kopftuch oder trage so ein Bart oder was auch immer, nur weil es so ist. Wenn mein Vater mir sagt, meine Mutter oder was auch immer, dann können sie mich belächeln, zu Recht. Aber wenn ich jetzt für Sie mir Mühe gebe, die Plausibilität beizubringen, und das ist das, was ich alltäglich an der Uni Münster tue mit 900 Studierenden, das sind alle Muslime, nämlich die eigene Plausibilität, ihre eigene Religiosität ihnen zu zeigen, dass die sogenannten Gebote und Verbote ihre eigene Durchdringlichkeit haben. Man kann sie immer wieder überprüfen und schauen, ob sie weiterhin plausibel sind oder ob wir mit anderen erkenntnistheoretischen Instrumentarien, Entwicklung der Welt, was auch immer, zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Dafür muss jede Religion die Offenheit besitzen. Aber so grundlegend würde ich nicht so Nacktheit und Verschleierung gegeneinander stellen, sondern es ist ein Ausdruck der Scham. Dafür habe ich Respekt. Wir wollen jetzt nicht auf die Kopftuchautobahn, da machen wir einen eigenen Abend mal. dort vorne, genau. Ich habe ein gewisses Problem mit dem Begriff der religiösen Obdachlosigkeit. Das hätte ich gern noch mal vertieft, weil obdachlos ist für mich jemand, der kein Haus, kein Dach über dem Kopf hat, nichts hat. Und das wäre für mich eine Ausgrenzung von Atheisten oder von Menschen, die nicht unbedingt bekennende Atheisten sind, sondern einfach sagen, Religion gut und schön, ist jeder Fraus und jeder Manns Privatangelegenheit. Ich habe damit nichts am Hut. Mhm. Und insofern erscheint mir das arg rigide zu sein, bezogen auf Suchende und eventuell auch junge Menschen, die suchen, würde ich ihn auch nicht verwenden, weil er scheint mir diskriminierend zu sein. Ja, ja. Und also da sträubt sich bei mir ganz vieles bei, weil die Frage des Suchens ja nicht unbedingt das Haus ist, sondern es kann ja auch sein, die Frage, ich bin in einem religiösen Elternhaus, welcher Art auch immer, groß geworden und ich suche jetzt aber etwas, was ich in dieser religiösen Erziehung nicht gefunden habe. Mhm. Also ist es nicht unbedingt eine religiöse Obdachlosigkeit, sondern es ist eher im philosophischen Sinne die Frage, die Suche nach dem Sinn des Lebens. Das kann Religion sein, das muss nicht Religion sein. Da sind wir alle frei in der Entscheidung, solange wir nicht einem äußeren Zwang unterliegen. Also das würde ich gerne noch mal vertiefen. Ja, und noch einen zweiten Aspekt aus dem Anfang der Diskussion. Das Museum geht nach außen. Und die Frage ist bei Ihnen, Herr Singendonk, genau, war es die Frage, ranzugehen an Leute, die nicht ins Museum gehen oder eher nicht ins Museum gehen? Und das ist für mich die generelle Frage beim Umgang mit der sogenannten Hochkultur. Sie sagten ja vorhin das Thema, Frau Koch, 5-6% der Bevölkerung gehen ins Museum. Schulprojekte sind ein Ansatz, da reinzugehen, aber trotzdem, wir haben ja neben Schule noch ganz viele Bereiche in der Gesellschaft, wo ich meine, dass das Museum generell aus dem bildungsbürgerlichen Hochkulturbereich raus muss an diejenigen, die Hemmschwelle haben, ein Museum zu betreten, aus welchen Gründen auch immer, ob sie sich unwissend fühlen, ob sie Angst vor dem Museum als Gebäude, das da allmächtig ist, wie auch eine wilhelminische Kirche, Angst machen kann und. Also das sind so die zwei Komplexe, die mich beschäftigen. Ja. Vielen Dank. Genau, ich würde
erst auf die erste Frage antworten wollen, auch wenn ich jetzt sozusagen nicht per Biografie dafür vielleicht prädestiniert bin. Aber ich fühle mich so ein bisschen schuldig auch, dass ich jetzt das in so eine Religionsschiene habe abdriften lassen, wobei wir ja eigentlich bei Kunst und Kultur mit religiösen Menschen waren. Nichtsdestotrotz würde ich kurz was zu dem Obdachlosigkeitsbegriff sagen wollen. Ich glaube, es ist so gemeint, dass diejenigen, die sich religiös definieren, und zwar muslimisch, es nicht ganz leicht haben, ein fundiertes Angebot zu bekommen. Ja? Das liegt an den sozusagen an den Angeboten, die zwar sichtbar sind, aber sich selbst disqualifizieren, über die haben wir gesprochen. Es liegt aber auch daran, dass die Moscheegemeinden, das hatte ich vorhin gesagt, die ordentlichen Moscheegemeinden, ja, eben Schwierigkeiten haben, dieses Basisangebot überhaupt aufrechtzuerhalten. Also es ist die Finanzierungsfrage ganz groß, ja, im Gegensatz zu den christlichen Kirchen und den jüdischen Gemeinden haben sie eben wirklich große Schwierigkeiten, weil sie eben nicht über die Kirchensteuer grundsätzlich erstmal Geld reinbekommen. Dann haben sie kein Mitglieder, es gibt dort nicht diesen Mitgliederansatz wie bei uns in jedem Laubenpieperverein in Deutschland, sage ich mal. Also kein Register, es gibt keine monatlichen Einnahmen, es ist alles Spendenbasis. Ja, da kommen dann, wenn sie Glück haben, dann schaffen sie es, einen hauptamtlichen Imam davon zu finanzieren. So, ja. Das heißt, auch die religiösen Angebote, die dort sind, der Unterricht wird oft von Ehrenamtlichen gemacht, die alle gute Arbeit leisten und hoch engagiert sind, aber die keine ausgebildeten Pädagogen sind, keine Religionspädagogen, keine Theologen sind. Das ist sozusagen der Punkt, glaube ich, wo wir dann von Obdachlosigkeit gesprochen haben. Das verstehe ich auch, dass Sie sagen, das ist vielleicht irgendwie ein abwertender, negativer Begriff. Da müsste man dann anderen finden. Gemeint ist einfach, dass es nicht leicht ist, wirklich ein fundiertes religiöses Angebot zu finden. Schauen Sie, ich habe es noch schlimmer gemeint. Ich meinte wirklich, gar nicht, dass Sie alle Muslime suchen, den Atheisten, überhaupt nicht. Mit denen ärgere ich mich andersrum, sondern nur die sogenannten Salafisten in Deutschland. Das ist eine ganz klare Gruppe. Auch nicht homogen, ich weiß es. Aber sind insofern religiös obdachlos, weil wenn sie religiöse Fragen haben, Sinnfragen haben, wo gehen sie denn hin? Ins Internet. Und das halte ich für extrem schwierig, weil ich halte Internet als Internet ohne eine Anleitung, ohne Begleitung für junge Menschen, die Fragen haben, auf der Sinnsuche sind, pubertär sind, wie auch immer, unglaublich gefährlich. Und insofern werden sie obdachlos, weil sie ihre Ebus, die Imame bei YouTube suchen und nicht in einer Moschee als Personam und mit denen dann streiten. Das war eigentlich nur gemeint und in keiner Weise so, wie sie es gemeint haben. Die zweite Frage, Frau Koch, Sie haben vorhin so schön gesagt, die Museumsmauern, die stelle ich mir vatikanisch dick vor, wenn Sie davon sprechen, müssen Membran werden, müssen durchlässig werden. Lichtwag wollte doch mal so Stadtteilmuseen bauen. Mhm. Ja? Also wie kommen Sie zu den Menschen? Mit der tollen Körperforum-Ausstellung ja, zum Beispiel, genau. Ach, es gibt so viele verschiedene Wege. Und die, Sie sagten das schon, Schülerinnen und Schüler ist natürlich die Gruppe, die qua Schule in der Regel kommt. Ich glaube, der Punkt ist tatsächlich, rauszugehen in die Stadtteile oder an Orte, wo sich Jugendliche, Erwachsene treffen und denen zuzuhören. Was machen die? Was bewegt die gerade? Und zu schauen, ob es Themen gibt oder erstmal zu sagen, was mache ich im Museum? Was begeistert mich, im Museum zu arbeiten? Und zu sehen, gibt es Themen, die sie interessieren, wo ich denke, könnte es sein, dass man das im Museum findet? Komm doch mal mit und guckt. Und noch besser wäre es dann eben das, was die Menschen möglicherweise finden im Haus oder was sie nicht finden. Also dass sie zum Beispiel nicht finden, wo der Eingang ist in der Hamburger Kunsthalle. Und sie fragen, was ist denn das für ein Ding? Ist nicht ganz einfach. Das mal zum Thema zu machen und zu sagen, so, wie kommt man da rein? Es gibt in Düsseldorf gerade ein ganz schönes Beispiel. Gehen Sie mal ins Internet, Düsseldorf Museum Open Space. Eine riesige Außenwandgestaltung, damit man reinfindet ins Museum, zu einem offenen Raum, der jeden Tag offen ist. Und das Museum dort gibt seinen Raum, das hat Museum eigentlich immer, einen Raum zur Verfügung, gibt den Raum der Stadt, der Bevölkerung. Und man kann dorthin gehen, Zeitung lesen, sich treffen, man kann aber auch ins Museum gehen. Also ich glaube, das sind
Punkte, die man einfach überlegen muss, wenn man das Museum wirklich öffnen möchte. Die Fragen, Diskussionen, Themen zu überprüfen, kann man da im Museum was mitmachen oder finden die Menschen das im Museum wieder und was finden sie nicht wieder? Also auch diese Frage der Sammlungsgeschichte. Ja. Und wer findet sich im Museum abgebildet? Und wenn man sich da nicht findet, wie kann man vielleicht trotzdem noch Dinge zum Thema machen, die einem wichtig sind. Ja, ich muss tatsächlich noch mal ganz kurz was ergänzen, weil ich glaube, es ist auch wichtig, eine Lanze fürs Museum zu brechen mal. Ich glaube, dass es super, super gut ist, selbstkritisch auf sich selbst zu gucken, weil nur so können wir uns irgendwie verbessern. Und es gibt sicherlich vieles, was wir verbessern müssen. Auf der anderen Seite mühen wir uns wirklich tatsächlich täglich ab und es sind auch unheimlich viele Anforderungen, die tatsächlich im Moment ans Museum formuliert werden. Ja, das Museum soll für alle da sein, das Museum soll immer offen sein, das Museum soll dies können, es soll irgendwie integrieren können, es soll verbindende Elemente, also so. Ne? Wir sind da auch sozusagen, glaube manchmal, dass uns so der Kopf dröhnt und sagt, okay, Moment, wir müssen jetzt mal erst wie 2-3 Dinge identifizieren, das dann verfolgen, sonst kommen wir nirgendwo an. Aber von daher ist es, glaube ich, toll, so einen Abend wie heute zu haben, wo man eben den Austausch hat. Und viel mehr wollte ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ein schönes Schlusswort auch. Wir sind jetzt am Ende. Es gibt bestimmt gleich noch die Möglichkeit zum Gespräch unter 4, 6, 8 Augen. Ich habe heute wahnsinnig viel gelernt. Ich habe ganz viel Neues, Tolles erfahren. Ich wünsche Ihnen beiden vor allen Dingen viel Erfolg mit Ihren Projekten, die so toll und so wichtig sind, Danke. Wie wir heute auch erfahren haben. Und wir warten auf das zweite Gemälde. Das bringen Sie dann das nächste Mal. Einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke. Yeah.